Meine lieben 70 Millionen 100.000 Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu 19er Alu, dem Schanzer Fußball Talk. Heute immer noch hier aus dem wunderschönen Donaukurier Forum in Ingolstadt. Und bei uns, bei 19er Alu, immer noch der grandiose Kalli Kallmund. Ich mich so schnell nicht los. Ja. Im zweiten Block wollten wir jetzt sprechen über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das ist ja jetzt auch das Jahr der Europameisterschaft. Und wir, wenn wir zusammensitzen, sagen wir immer, Mensch, wir sind wirklich auf einem ganz guten Weg. Ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn wir reden. Was sagt jetzt jemand, der 30 Jahre Fußball-Bundesliga mit ja, bestimmt hat? Woran machst du die Erfolgsfaktoren fest? Ja, ich habe ja sowohl als Delegationsmitglied der Nationalmannschaft auch nach unserer großen Krise 2000 die Vize-Weltmeisterschaft in Asien miterlebt. Ich habe Enttäuschung miterlebt und sagen wir mal, meine schönste war eigentlich, glaube ich, 1990 war natürlich toll in Italien, Weltmeister, aber für mich war 86 in Mexiko. Mhm. Das war für mich Fußball pur, Spannung. Da war der Hitchcock, der spannendste Hitchcock-Film in Märchenfilmen, Mickey Mouse-Film gegen so, als wir dann so gegen die Engländer mal zurücklagen, 2-0 das Ding noch gedreht haben. Mhm. Selbst mit den Italienern und so, mit den Schiedsrichter aufgeregt haben, der uns da wirklich auch beschissen hat, mit der ausgeschieden sind. Also, das war dann schon. Jetzt haben wir aber 1970 gerade. Bitte? Jetzt haben wir 1970 gegen England und Italien. Entschuldigung, spät. Aber 86 waren wir in Mexiko. Ja, aber da war auch nicht ja. Mehr, bitte schneiden. Nichts geschnitten. Also, 86 war doch diese. 86 war Maradona. Obwohl wir im Finale waren gegen Argentinien, ja, Toni Schumacher sprang mal am Ball vorbei, genau. Nachdem der nachher in einem ganz wichtigen Spiel gegen die Franzosen da unglücklich zum Tor gestürzt war. Ne? Nein, das war 82. Nein. Oder? Jetzt nein, das passt schon. Okay, gut. Nein, das passt du bist zwar Historiker, aber jetzt. Nein, er ist Historiker, ich bin Engländer. Also, was ich jetzt 86 zum Beispiel total toll fand, war dieses 0:0 gegen Mexiko, diese Abwehrschlacht, wo wir dann im Elfmeterschießen, aber. Aber Kalli, vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück. Wir haben momentan einen super Boom. Der Bernhard sagt immer auch, fast jede Person, jede Position im Team doppelt besetzt. Wenn Mario Götze nicht spielt, kann ein Marco das Reus, ist, ich hoffe ja, dass er mitfährt. Ich meine, da muss man es auch ausmachen. Das ist völlig richtig, wenn man sagt, was hatten wir immer für Probleme im Angriff. Wir waren immer die Mannschaft, das sagt man Disziplin, Spielordnung, die Panzer, die Stärke in der Defensive. Wenn man heute anfängt und sagt, wir nehmen mal die Sturmspitze, Gomez, jetzt kann man darüber diskutieren, wie man will, er ist unser gefährlichster Stürmer. Dahinter Klose, so ein bisschen der Papa der Truppe, der ganzen Mannschaft gut tut. Dann gehen wir nach links. Podolski hat sich mit 14 Toren in Köln, auch bei der Nationalmannschaft, geht ja fast schon als junger Kerl auf die 100 Länderspiele zu. Ich übertreibe es mal. Dahinter, ich übertreibe es mal, aber dann wirst du es bald machen. Dahinter der Schürrle. Auch ja, eben der ist ganz macht. Wichtig. Dann gehst du auf der rechte Seite. Der Müller, grandios. Dahinter der Reus, grandios. Da gehst du dahinter auf die Zentrale. Özil, ganz klar. Götze, ja, wenn du der Trainer bist, hast du nur die Qual der Wahl. Das hatten wir alles. Jahrzehnte in dieser Besetzung nicht. 86, was mir eben irrtümlicherweise angesprochen, gar nicht. Da haben wir uns so ein bisschen mit Glück und Kampf bis ins Finale reinschlingelt. 1970 in Mexiko, wo ich so ein bisschen schnell mit meinem Zeitpunkt war ja auch 4 Jahre vor einem Gewinn, übrigens beides Male, vor der Weltmeisterschaft. Da muss man sagen, da haben wir großartig gespielt. Der alte Uwe Seeler ist nochmal gelaufen, wie so ein Nähmaschinchen. Gerd Müller vorne drin bei dieser Riesenhitze mit das hinten Franz Beckenbauer mit geschienten Arm. All diese Fragen, Overath und so weiter und so fort. Da muss man sagen, da waren wir nicht wie Brasilien. Die waren eigentlich nicht zu schlagen. Aber danach waren wir die stärkste Mannschaft. Diese Schlacht gegen die Engländer, dann gegen die Italiener, gegen die Erzfeinde mit den Schiedsrichtern. Da haben wir natürlich gefiebert. Aber sonst so ein bisschen, auch 1990 gab es 2 gute Spiele. Ich habe sie beide gesehen, die waren in Mailand. Eröffnungsspiel gegen die Jugoslawen mit Matthäus mit dem ersten Tor. Dann gab es diese Schlacht Holland. Gegen den großen Erzrivalen Holland. Eigentlich war es ein Glück, dass Matthäus, nicht Matthäus, das flog ja vom Platz der Rijkaard und dann auch Völler. Die Völler, ja. Dann hatte man mehr Platz, dann konnte selbst Klinsmann vorne auch technisch sehr gut brillieren, selbst der Buchwald trumpfte hervorragend auf das Samen, so also ein bisschen, wenn mehr Raum entsteht, das, aber sonst war das dann, ich erinnere mich noch an das Spiel gegen die Tschechen,
Das war eine Katastrophe. Das da war der Becken Katastrophe. War ja gekotzt vor Wut. Wir haben geschwitzt wie in der Hitze in Mailand, aber auch, weil wir gezittert haben, die uns in Unterzahl in größte Bedrängnis gebracht haben. Aber dass wir spielerisch so stark sind wie jetzt, das, daran kann ich aber, mich nicht erinnern. Aber da hast ja du auch ein Stück weit mitzutragen. Ich kann mich da erinnern, EM 2000, einer der absoluten Tiefpunkte, die wir hatten, mit diesem Ausscheiden bei der EM in Holland und Belgien, danach diese Taskforce und dann für mich eine der größten menschlichen Entscheidungen eines Sportmanagers zu sagen, ich als Bayer Leverkusen gebe meinen Sportdirektor, Wunsch-Sportdirektor, das sagst du ja, Rudi Völler war für dich neben Bernd Schuster ja der Mann, den du installieren wolltest, dann diese menschliche Größe zu zeigen und zu sagen, wir geben 2001 den Daumen vermeiden und 2000 schon den Völler, ich stelle das Wohl der Nationalmannschaft über das Wohl meines Vereins, das fand ich Wahnsinn. Und dann auch dieser Hype 2000 mit, es gibt nur einen Rudi Völler. Völler genau. Und ohne ein Bayer Leverkusen oder ein Rainer Kallmund wäre dieser Hype um eine Nationalmannschaft nicht entstanden, meiner Aber Meinung wo war. Wir uns also da viele haben mich auch, haben mich in Wirklichkeit, und Leverkusen haben mich welche anders als, auch als wahnsinnig bezeichnet, aber nicht positiv, sondern negativ. Das kommt vor allem aus welchem Lager man das sieht. Das also viele natürlich, die jetzt nicht Leverkusener Fans sind, die sagen, super von dem Kalli. Viele Leverkusener sagen, der ist der Torschütze, hat er irgendwo schlecht geschlafen, ist aus dem Bett rausgefahren. Aber was waren deine Beweggründe? Nein, wir müssten zunächst mal sagen, 2000, ich war ja auch da, direkt live dabei, der Rudi Völler war sogar in der Delegation mit Uwe Seeler und die Mannschaft hatte ja eine große Kontinuität. Wir gewannen kein Spiel und fuhren da mit die Mickey Mäuschen nach Hause. Es wurde natürlich wieder getobt, die Jugend ist schuld oder auch Rippeck und Stielicke, alles Blödsinn. Die haben auch ihre Fehler gemacht. Die Fehler waren an der Basis. Guck doch immer, wenn da ein Präsident gewählt wurde, ob erste Liga, zweite oder fünfte Liga, marschierte der vorne ans Pult und sagte, schönen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder, ab heute setzen wir nur noch auf die Jugend, unser Kapital ist die Jugend, alles Sprachlosen. Die gingen einmal darüber, denken, keine Journalisten da, kein Fernseh, kein Scheinwerferlicht, dann wurden die Besuche weniger, da wurden die Budgets weniger, da haben sie gesagt, jetzt Feierabend. Für die erste und zweite Liga, so ziemlich über Nacht, Verpflichtung. Jugendinternate. Jugendinternate, Nachwuchsleistungszentrum. Und die wurden auch klar beschrieben mit einer baulichen Infrastruktur, Trainingsplätze, Umkleidekabinen, medizinische Räume, auch Unterrichtsräume für Nachhilfeunterricht, alles was dazugehört. Und dann eben noch die personelle Infrastruktur, nicht mehr der Opa, der Papa, der Onkel, sondern lizenzierte Trainer. Man musste vorstellen, dass Vereine in zig Millionen Budgetgröße nicht in der Lage war, einem jungen Trainer, der den Trainerschein gemacht hat, der Fußballlehrer war, da auch die Basis zu schaffen und gut zu arbeiten. Es wurde dann verpflichtend vorgeschrieben. Auch die medizinische Frage, auch Pädagogen. Wir wollten ja auch keine Dämmelachs haben. Die sollten ja auch mit Netz und doppeltem Boden ausgebildet werden. Und das hatte nicht nur die Absicherungssituation, sondern dadurch kriegen die Spieler auch mehr Personality, mehr bisschen Format mit Aussagen. Das war eigentlich der Weg und die Saat ist dann wunderbar aufgegangen. Das war ein großer Verdienst von der gesamten Taskforce, die wir damals gegründet haben, die aus starken Bundesliga-Leuten bestand. Der DFB hatte auch zum Glück in die Hose geschissen. Nach der EM haben sie den mal richtig Feuer gemacht, haben die auch das Thema unterstützt. Da ist auch dann in die Nachwuchsarbeit endlich mal richtig Geld und auch überzeugt, welche aus Angst, welche aus Überzeugung. Aber letztlich wurde dieses Thema dann sehr erfolgreich. Guck doch Bayern München vor ein paar Jahren. Die holen zweimal das Double mit 5 Spielen aus dem einen Nachwuchs. Contento. Ich bin jetzt der Alaba. Ich glaube, der wird auch groß rauskommen. Dann hatten die den Bartstuber, dann hatten sie einen Schweinsteiger, Lahm und Müller. Das muss man dann schon eigentlich sagen, aus dem eigenen Nachwuchs. Das ist nicht nur Identifikation mehr. Das hat den Verein, auch selbst einen reichen Club wie Bayern München, auch besser in die Lage versetzt, ein Robben, ein Ribéry zu verpflichten, weil man auch Transfersummen durch diese 5 Spieler im engeren Kader oder 6 eingespart hat. Das war ein kluger Schachzug und das kann man nach Mönchengladbach, das kann man nach Schalke, das kann man nach Bremen, das kann man nach Bayer Leverkusen. Überall kamen plötzlich die Spieler raus und der Verdienst war die Basis. Nicht die Erfolge. Wir hatten auch mit dieser Traummannschaft, wir dürfen nicht vergessen, U21 mit Öse, wie sie alle hießen. Ja,
In der letzten Minute, 90. Minute, machte der Hövedes das Tor, sonst wären wir gar nicht zum Endturnier gefahren und sind dann Europa- hätten oder sich, Weltmeister geworden. Hätten sich diese ganzen Jugendinternate und so auch durchgesetzt, wenn wir die WM 2006 nicht bekommen hätten? Oder war das auch nochmal entscheidend? Nein, ich glaube, das war entscheidend, dass alle einen Schuss für den Bug gekriegt haben. Bei uns im bezahlten Fußball waren schon viele der Meinung, dass wir das machen, aber wir brauchten die Task Force, wir brauchten auch Entscheidungsträger, die bereit waren, von den Fernsehgeldern und so weiter, von den Einnahmen einiges abzugeben und wesentliche, die entscheidenden DFB-Vertreter, die sonst etwas sparsamer mit dem Nachwuchs umgegangen sind, haben dann auch gesagt, jetzt müssen wir da mal rein investieren, auch ein bisschen aus Angst, sie kriegten große Kritik. Entscheidend war diese, wie das manchmal ist, Glück im Unglück. Das Unglück in Holland und Belgien war das Glück für die Nachwuchsarbeit. Frage für die Zukunft, Kalli. Mich hat der Michi Wenzel in der Dezember-Sendung gefragt, was ich jetzt da für einen Eindruck habe, wie es in den nächsten 10 Jahren in der Bundesliga ausschaut, ob dieser Boom so weitergeht mit jungen Spielern und so weiter. Wenn man jetzt nach Frankreich schaut, die haben ja dasselbe Jugendkonzept in den 90er Jahren gehabt, sind ja dann zu Recht 98 Weltmeister, 2000 Europameister waren. Und dann war auf einmal ein Break drin. 2002 Katastrophenjahr, 0 Tore, heimgefahren als Weltmeister. Können wir jetzt davon ausgehen, dass das die nächsten 10, 20 Jahre so weitergeht? Können wir uns beruhigt zurücklehnen? Werden wir die Italiener weiterhin in Schach halten? Und die Südamerikaner? Oder lässt es irgendwann noch? Ich hoffe nein, das nicht. Geht natürlich immer du bist wieder Experte. So, es gibt ja immer wieder so goldene Jahrgänge, aber ich habe das Gefühl, dass es beim DFB, auch bei der DFL, jeder verstanden hat, wie wichtig Nachwuchsarbeit ist. Wie wichtig auch in den Vereinen wird das gelebt. Nicht nur DFB, Nationalmannschaft. Es wird in den Vereinen gelebt. Guck mal, es kommen immer mehr Nachwuchsspiele. Wir haben eben nur die erste Besetzung in der Offensive immer doppelt besetzt. Danach kommen noch eine Menge andere. Also das heißt 2014 nochmal dreifach besetzt. Also wir haben da wieder also eine cool. Menge super Talente dahinter. Und ich bin noch sicher, dass die Führung des Nachwuchsfußballs das ständig optimiert und aktualisiert auch diesen Ansprüchen entsprach. Also da bin ich sehr, sehr optimistisch, ob man dann immer den Titel gewinnt und immer die besten Spiele, also die das anderen werden nochmal... Nächstes Mal, es geht ja nur ums Prinzip, dass man sagt, Grundsatz den Weg gehen wir weiter. Bin ich fest davon überzeugt, dass es vorangeht, weil ja auch die bauliche Infrastruktur, du schaffst die personelle Infrastruktur nicht weg. Also, das sind fest jetzt verankerte Säulen des Nachwuchsfußballs, die nicht mehr zu killen sind. Was da drin wichtig ist, dass sie nicht im einen Saft schmoren, dass die sich nicht ständig beweihräuchern, sondern noch sagen, wir müssen auch die jetzt erfolgreiche Arbeit immer wieder überprüfen, immer wieder optimieren mit neuen Methoden. Und da bin ich auch sicher, von dem bekloppten Matthias Sammer im positiven Sinne angefangen, der läuft da wie ein Bello hinterher. Fußballer des Jahres in Europa damals geworden, 96 einer der besten Spieler, als ganz junger Trainer schon deutscher Meister geworden. Und damit, man muss halt nicht alles mögen, was der Sammer macht, aber ist ein Beißer vor dem Herrn, der beißt jeden, der sich nicht bewegt, auch die Trainer. Kalli, eingangs hatte ich erwähnt, eben auch Europameisterschaftsjahr, was sind die Erfolgsfaktoren? Abschließend von dem Block Nationalmannschaft jetzt hier, wen siehst denn du als größte Konkurrenten jetzt im Europameisterschaftsjahr? Also man muss immer sagen, natürlich sind das klar die Spanier, das sind nicht die Konkurrenten, das sind sogar die Favoriten. Ich habe das ja hier vor der Haustür bei der Sky-Übertragung, ich saß da im Studio, Franz Beckenbauer mit Sebastian Hellmann und Platz und dann haben die ihre Strichmännchen immer gesagt, heute können wir die Spanier schlagen. Bis zu diesem Spiel war übrigens Schweinsteiger der beste Mittelfeldspieler. Aber dann kommt plötzlich geballte Ladung von den Spaniern. Hinten in der Abwehr, Piqué schon mit Menu, Champions League Sieger geworden. Also Spanien? Das ist ganz klar Spanien. Auch die Holländer nicht vergessen, auch wenn wir die mal richtig abgeseift haben. Das war herrlich. Die sind immer eklig. Ja. Und das Ergebnis ist eigentlich unangenehm, weil viele dann wieder denken, ja, wir sind ja die Größten, wir sind die Weltmeister. Holland würde ich dazu sagen. Und ich sage jetzt nochmal eins, auch die Ausrichter, die Austragungsländer. Da sagte einer, doch die Polen fliegen immer raus. Ich habe zum Beispiel am Sonntag vom Fernseher gesessen, ja, Blasikowski 2 Tore. Lewandowski, ich könnte ihn jetzt noch mehr aufzählen, der Smuta ist ein kluger Trainer. Also ich will die nicht als Favorit, aber wenn du bei so einem Land startest, die sind in der Lage nach oben, jeden Favorit mal ein Bein zu schlagen. Die haben das ganze Publikum, die ganze Unterstützung. Also ich will sie nicht jetzt als Europameister sehen, aber als ganz, ganz große Hürde durch den Heimvorteil auf dem Weg zu einer Europameisterschaft.
Kalli, okay. Erstmal danke für deine Einschätzung auch bezüglich der Nationalmannschaft. Dann machen wir im dritten Block weiter bei 19er Alu. Noch mit deinen Tore und Titel und Tränen, die emotionalsten Momente für Kalli Kallmund. Bleibst dran bei 19er Alu, dem Schanzer Fußball Talk. Bis gleich. Servus.